Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jorvik News. Das sind jetzt die News, die jetzt nach meinem Video noch dazu gekommen sind. Und erst war es nur eine, dann kam noch eine dazu. Und irgendwann dachte ich so, das jetzt als Einzelfolge ist jetzt auch doof. Also habe ich jetzt noch mal ein bisschen gewartet und jetzt packe ich nochmal alle zusammen, bevor der Mittwoch rauskommt. Denn, wie es auch schon einigen aufgefallen ist und mir auch einige geschrieben haben, ja, mir ist es auch schon viel früher aufgefallen, aber leider erst nachdem ich die Jorvik News gemacht habe. Die Icons haben sich geändert. Kann ich überhaupt wieder heran? Anscheinend. Ah. Zum Beispiel Blackberry Galaxy hat sich geändert. Claudio hat ein eigenes Icon bekommen. Cape Coconut, Kiwi Galaxy und Raindrop Rose. 1, 2 und 3 sind natürlich gleich geblieben, die hatten ja die eigenen Icons schon, aber ich bin echt froh, dass das mal endlich geändert wurde, weil, Leute, es wurde ja auch mal irgendwie ein bisschen Zeit, ne? Und selbst bei den beiden sieht man Unterschiede, das ist eine dunkler, ist das eine heller von der Galaxie jetzt her. Ich finde die Icons mega, das sind so Kleinigkeiten, darauf freue ich mich auch schon, das muss man echt mal sagen, also diese ganzen Kleinigkeiten, die beglücken mich schon sowas von mega, das macht man wieder auf 100%. Ja, des Weiteren gibt es ja, wie ihr auch schon sehen habt, Loretta bekommt jetzt auch endlich mal erst überarbeitete Pferd. Ich dachte eigentlich, dass sie ein Lusitano bekommt, den weißen, weil sie selber einer war. Aber anscheinend hat Star Stable aber auf die Trakehna gewartet und ihr dann einen Trakehna verpasst, einen weißen, den ich übrigens ultra mega hübsch finde. Und hätte es dem ein Spiel geben, würde ich den mir auch sofort kaufen. Aber wahrscheinlich, ja, wird es den nicht geben. Ich weiß noch, dass noch eine weitere Farbe rauskommen wird, die wird es wahrscheinlich für die App geben. Und ich weiß, was für eine Farbe ist, sonst wird leider nicht der Schimmel sein. Aber vielleicht beglückt uns SSO ja und sagt, hey, vielleicht kommt der Schimmel ja doch noch irgendwann raus. Man weiß es nicht. Vielleicht, wenn viele Leute nachfragen, vielleicht kommt er dann doch noch raus. Auf jeden Fall wird Loretta wahrscheinlich am Mittwoch auch ihr neues Pferdchen bekommen. Ja, und des Weiteren ist auch so eine Art kleine Werbung und, das Thema Wetter, wie wir es hier in dem Video gesehen haben, den kleinen Teaser für den Mittwoch mit dem Fohlen, sieht im Hintergrund Regen und es ist natürlich ein riesiges Gesprächsthema mit dem Wetter, ob Wetter reinkommen wird oder ob es nur für die Quest zugänglich sein wird. Ich denke mal, Regen wird, glaube ich, fürs Erste nur leider für dieses Questbereich nur da sein, was ich echt schade finde, weil, wenn wir mal ehrlich sind, man kann die Wettersache, genau wie auch mit dem Schnee, den Einstellungen so einstellen, dass man ein Häkchen an- und ausmachen kann. Und wenn jetzt, sorry, das ist jetzt meine eigene Meinung, wenn jetzt aber viele sagen, nein, der Regen würde meinen Laptop killen, oder die Effekte, dann könnte ich nie wieder Star Stable spielen. Erstens gibt es dann noch den Tick mit dem Häkchen ausschalten. Und Leute, wir bewegen uns immer weiter in die Zukunft. Irgendwann muss Star Stable die Grafiksachen mal höher stellen und neue Anforderungen geben, weil wenn wir uns andere MMOs angucken, sind schon lange mit dem Wetter dran. Und wenn die jetzt immer auf, also wirklich immer auf Rücksicht nehmen und die Grafik so halten, dass auch die letzten Laptops von, keine Ahnung, gefühlten 1900 irgendwas das nicht aushalten, dann würde ich mal sagen, irgendwann muss man sich schon etwas an neueren PC oder Laptop holen. Ich weiß jetzt klar, viele der Leute sind jetzt jünger. Und ich kann jetzt nicht sagen, zu einer 12-Jährigen hol dir jetzt einen Gamer-Laptop. Also dann bin ich auch nicht besser. Aber ihr müsst auch verstehen, irgendwann bewegen wir uns weiter in die Zukunft und irgendwann wird die Grafik auch für die alten Laptops und PCs anstrengender. Und aber irgendwann müssen wir uns auch so weit bewegen, dass die Grafik mal höher gestellt werden muss. Oder dass zum Beispiel so welche Effekte wie Regen auch irgendwann dazugehören. Weil viele wünschen sich Wetter und es ist gleicher wie mit dem Schatten. Der Schatten kam auch dazu. Und der Schatten verursacht auch viele Lags und Bildprobleme und so. Die kann man auch allen ausstellen. Und wenn das sogar geregelt ist, also wenn man das sogar machen kann, dann ist das kein Argument zu sagen, naja, Wetter machen wir nicht wegen diesen Lag-Problemen. Dann kann ich aber auch sagen, ja, wieso habt ihr einen Schatten eingefügt? Das ist genau das Gleiche und deswegen bin ich immer noch dafür, dass Wetter irgendwann hoffentlich in der Zukunft kommt und irgendwann ist Star Stable auch bestimmt bereit, das zu machen.
Wir beten einfach mal, dass man das dann auch mit dem Häkchen an- und ausschalten kann, ne? Denn irgendwann sind wir am Punkt, dass das dann auch mal so kommt und dann muss man irgendwann mal seine Grafikkarte halt verbessern oder irgendwann mal auf einen besseren Laptop sparen. Oder in dem Fall auch Grafikgitter ein- und ausschalten. Das würde für beide Parteien, für die Leute, die jetzt nicht wirklich einen starken Rechner kaufen können und für die Leute, die halt das Wetter haben wollen. Das ist eine Win-Win-Situation, da sind beide mit zufrieden. Und deswegen hoffe ich mal echt, dass diese Wettersache auch vielleicht noch irgendwann für uns allgemein rauskommt. Und jetzt kommen wir nämlich zu der kleinen Werbung. Die liebe Silva hat ja mal dieses Regenwetter-Experiment ausprobiert und auch mit dem leichten Nebel. Das könnte man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, vielleicht nicht ganz so hart, sondern dass man das besser, ein bisschen noch besser sehen kann. Das ist jetzt ja nur so ein grobes Beispiel. Und sie hat auch eine Abstimmung gemacht, was sie denn, welches Gebiet sie mal nachbauen möchte mit der CryEngine 5. Ich kenne das Programm nicht, aber damit kann man echt wunderschöne Sachen nachbauen. Und bis jetzt hat das Video anscheinend auch nicht so eine große Reichweite. Wenn ich das nicht vergesse, werde ich das Video auch verlinken. Dann stimmt doch mal am besten ab. Weil, man kann da, also wenn man, das Programm ist sehr schwer. Das ist genau wie mit jedem Videoprogramm. Das muss man erstmal lernen. Aber wenn man es dann erstmal drauf hat, dann kann man solche schönen, Sachen mitgestalten. Das ist jetzt zum Beispiel jetzt der, Stonehenge, also der Stone-Zirkel in Südhof war es, glaube ich. Der wurde mit diesem Programm sozusagen nachgebaut. Und guck mal, wie wunderschön das einfach aussieht. Das ist einfach so hammermäßig geil aus. Damit kann man solche tollen Sachen einfach nachbauen. Und die liebe Silva hat es mit ihrer Umfrage jetzt gefragt, welches Gebiet denn mal mit diesem Programm nachbauen soll. Und ich wäre ja für Golden Hills, weil Golden Hills könnte auch mal langsam ein Remake gebrauchen. Ich bin mal gespannt, wie sie es damit anstellt. Ja. Das so mal nebenbei als kleine Werbung. Stimmt doch mal ab, was sie da am besten nachbauen soll, weil guckt es euch doch an, Leute. Das sieht mega aus, oder? Das sieht richtig geil aus, was ihr mit diesem Programm anstellen könnt. Und mich würde jetzt aber mega interessieren, wie meine gute Partnerin, ja, YouTube-Partnerin, das mit Silverglade, mit Golden Hills anstellt. Das war es aber auch mit dem Labern über die Wettereffekte, über die neuen Icons und mit der lieben Loretta, die das neue Pferd bekommt. Ich bin mega gespannt, wie die Quests morgen sind. Wenn ich mich jetzt ein bisschen nasal anhöre, es tut mir wirklich leid, ich bin immer noch etwas krank. Und ich bin mal gespannt, ob ich morgen auch das Update gut aufnehmen kann. Ich bin gespannt auf morgen, ich freue mich mega drauf. Was sagt ihr denn dazu? Glaubt ihr, dass die Wettereffekte irgendwann dazukommen? Oder auch nicht? Stimmt bei der lieben Silva bei diesem Video ab, was ihr gerne sehen wollt. Sie würde sich bestimmt mega, mega freuen. Und damit sage ich, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao!